Ahoi, meine lieben Freunde der Nacht und willkommen zurück bei The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich suche eigentlich, meine Lieben, wenn wir hier mal kurz gucken, ich suche eigentlich, wie es im Kontrakt steht, Fines Gestor, aber der ist weg. Ich habe keine Ahnung, wo sich der hin verzogen hat. Werde ich später suchen. Ich werde jetzt erstmal, will ich jetzt erstes den Helm von Winterfest oder nee? Ich werde erstmal nach Sartal gehen. Denn dort war ich ja schon. Und das Dungeon wollte ich sowieso fertig machen. Kümmern wir uns um Sartal. Und dort unten warten die anderen auch schon. Brelinia Marion. Das ist aufregend, nicht wahr? Seid ihr nervös, hier zu sein? Warum? Weil es alt und voller toter Dinge ist? Ihr seid eindeutig noch nie in Morrowind gewesen. Haha. Wisst ihr etwas über Sartal? Eigentlich nicht. Nur, dass es sehr, sehr alt ist. Ich glaube, es war eine der ersten Städte der Menschen in Tamriel. So, wir müssten. Hier fehlen doch noch ein paar. Ich gehe dann mal wieder. Unter anderem auch Jezar. Und hier sind wir nun. Gut zu sehen, dass warum ist dieser Ort so wichtig? Wonach suchen wir? Ich bin noch nicht bereit. Wonach suchen wir? Nach allem. Nach allem, was irgendwie von Interesse sein könnte. Darum finde ich ja diesen Ort so wundervoll. Wir haben keine Ahnung, was wir hier finden werden. Und sollten dabei meine Worte über die Gefahren der Magie zufällig bei dem einen oder anderen Schüler auf offene Ohren stoßen, dann wäre das ein glückliches Zusammentreffen. Warum ist dieser Ort so wichtig? Uns interessiert besonders die Verbreitung magischer Siegel auf den Grabstätten hier. Sie sind ganz anders als alles, was wir kennen. Okay. Also gut. Bitte bleibt in meiner Nähe, solange wir dort drinnen sind. Es müsste eigentlich sicher sein, aber es ist immer besser, vorsichtig zu sein. Ach. Jetzt auf einmal soll das sicher sein. Na, da bin ich ja mal gespannt. Neues Dungeon, Sartal, meine lieben Leute. Schauen wir es uns an. Kaum zu glauben, dass diese Ausgrabung genehmigt wurde. Jetzt sind die Lümmels da. Ihr seid nicht froh darüber, hier zu sein? Nein. Das hat ganz sicher keiner der Verantwortlichen genehmigt. Unsere Vorfahren sollten in Frieden ruhen dürfen. Was denkt ihr, warum wir hier sind? Hoffentlich können wir aus der Erfahrung etwas lernen, wie die alten Nord Magie angewandt haben und vielleicht sogar, was diesem Ort zugestoßen ist. Wir werden sehen. Lass uns mal den anderen folgen. Jezargo. Wisst ihr, es könnte hier irgendwo Gold geben. Was denkt ihr, warum wir hier sind? Weil es Tolftir gesagt hat. Er meint, dass wir hier einiges lernen. Meine Güte, der ist ja fixe. So, schauen wir uns hier erstmal um. Die warten ja da unten jetzt auch auf uns. Hier sind Eierschalen, okay. Soll das heißen, dass ich hier nachher auf den einen oder anderen T-Rex stoßen werde? Hier auch wieder so eine Lampe. Ganz ehrlich, da ist eine Kerze drin. Die Kerze brennt doch nicht in die Unendlichkeit. Da hätten sie sich wirklich was Besseres einfallen lassen können. Irgendwie solche Glühwürmchen oder irgendwie was halt nicht irgendwie begrenzt ist. Aber keine Ahnung, das hat wohl nicht so funktioniert. Das ist aufregend. Gibt es doch Fragen, bevor wir... Nein, ich habe keine Fragen. Was soll ich jetzt tun? Ja. Nun, warum schaut ihr nicht, ob ihr Arniel Gain helfen könnt? Er ist einer unserer Gelehrten und ist mit dem Katalogisieren unserer Funde beschäftigt. Vermutlich wäre er dankbar für etwas Hilfe beim Auffinden zusätzlicher magischer Artefakte hier in den Ruinen. Jeder verzauberte Gegenstand ist in Ordnung. Der Verzauberungsnutzen spielt keine Rolle. Wenn ihr etwas findet, kann die Klasse sich das ansehen. So, mal sehen. Bitte seid hier vorsichtig. Brilliant. Hat er doch schon gesagt, oder nicht? Warum sucht ihr nicht? Sucht Arniel Gain. Ja, hatte ich schon. Er befindet sich im
Also gut, alle miteinander. Dann wollen wir mal gucken. Lasst uns vorsichtig sein, aber auch Spaß. Wie so eine Kindergartenveranstaltung. Ich speichere hier mal, Leute. Ich habe wieder ein ganz ungutes Gefühl hier. Es scheint ja so eine Art Lehrkurs zu sein, aber ich trau dem Braten nicht, wie man so gut sagt. Obwohl jemand andere... Könnt ihr euch vorstellen, wie es gewesen sein muss, vor so langer Zeit hier zu leben? Da hinten ist er. In Tamriel, genau hier? Ja. Arniel Gain. Fast nichts an! Was ist dir an Kano? Das ist die beste Frage. Erste. Er hat mir viel zu viele Fragen über meine Forschungsarbeiten gestellt. Ich glaube, die Talmor versuchen, meine Arbeiten zu stehlen. Ich habe ihm natürlich nichts gesagt. Was ich tue, ist viel zu wichtig. Darüber darf ich kein Wort verlieren. Das klingt aber auch mysteriös. Teufdir hat mich zu eurer Hilfe entsandt. Was? Ach ja, ihr. Ich erinnere mich an euch. Ihr wollt helfen, das ist schön. Bringt nur bitte meine Arbeit nicht durcheinander. Ich habe mir nur einen Teil davon durchgesehen. Ihr könnt euch gerne in den Kammern nördlich von hier umsehen. Seid bitte vorsichtig, ja? Wir wollen ja nichts kaputt machen. Wobei braucht ihr Hilfe? Tragt einfach die übrigen magischen Artefakte zusammen, damit ich sie katalogisieren kann. Okay. Warum darf man diese Frage nicht doppelt stellen? Verstehe ich auch nicht. Verzauberter Ring. Das magische Artefakt Nummer 1. Magische Artefakt Nummer 2. Hier haben wir einen Seelenstein. Hier ist der verzauberte Ring Nummer 3. Das könnten übrigens die Ringe sein, die auf diese komischen Hand waren. Auf die Hand gesteckt werden müssen. Die wir schon gesehen haben. In der Müllgrube. Aber keine Ahnung. Das war's jetzt. Was in aller Welt war das für ein Lärm? Ist alles in Ordnung? Tür ist zugefallen. Ich bin hier drinnen gefangen. Wie in aller Welt ist das passiert? Ich habe ein Amulett von der Wand genommen. Wirklich? Vielleicht hat das Amulett eine Bedeutung. Könnt ihr es irgendwie benutzen? Mit Hilfe des Amuletts? Was war das? Okay, schauen wir es uns mal an. Bekleidung. Seht ihr das? Eine Art Resonanz. Hier und die Mauer. Das muss mit dem Amulett zusammenhängen. Ich frage mich, welche Auswirkungen eure Zauber wohl haben. Welche Mauer meint er denn? Ah, die hier. Oh, wie geil. Richtig nice. Bitte seid hier vorsichtig. Habt ihr das gesehen? Nun schau sich das mal einer an. Das scheint irgendwo hinzuführen. Sehen wir es uns genauer an. Kann ich erstmal hier? Es würde mich. Mehr habe ich nicht finden können. Ich verstehe. Bei all dem Chaos, das hier verursacht wurde, macht das wahrscheinlich jetzt auch nichts mehr aus. Ich packe das zum Rest der Sachen. Ich glaube, sonst brauche ich nichts weiter von euch. Ich habe ihm nur die Ringe gegeben. Bis zum nächsten Mal. Amulett durfte ich behalten. Scheinen also nicht die Ringe für die Hand zu sein. Ich speichere mal. Hier auch wieder hier überall Fackeln. Warum in aller Welt sollte dies denn versiegelt sein? Was ist das für ein Ort? Hier sind nur beschädigte Bücher. Hühnerei. Was zur Hölle? Wartet, Magier, und hört gut zu. Wisset, dass ihr eine Folge von Ereignissen in Gang gesetzt habt, die nicht aufgehalten werden kann. Es wurde noch kein Urteil gefällt,
da ihr davon nichts wissen konntet. Es wird ein Urteil über eure zukünftigen Handlungen gefällt werden und darüber, wie ihr den Gefahren begegnet, die euch erwarten. Diese Warnung ergeht an euch, weil der Sijik-Orden an euch glaubt. Ihr Magier, ihr allein habt das Potenzial, eine Katastrophe zu verhindern. Seid sehr vorsichtig und wisset, dass der Orden euch beobachtet. Was hat das denn zu bedeuten? Ich schwöre, ich habe gerade etwas ziemlich Seltsames gespürt. Was ist da gerade geschehen? Irgendein Geist ist mir erschienen und hat zu mir gesprochen. Ich habe leider gar nichts gesehen. Ja. Könnt ihr mir mehr darüber sagen, was ihr gesehen habt? Es ging um bevorstehende Gefahren und den Psijik-Orden. Psijik-Orden? Seid ihr ganz sicher? Das ist sehr seltsam. Und drohende Gefahren? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Es besteht keine Verbindung zwischen den Sijiks und diesen Ruinen. Und von ihrem Orden hat seit langer Zeit niemand mehr etwas gesehen. Vielleicht sollten wir einen Blick in diese Särge werfen. Jetzt seid bitte sehr vorsichtig. Wer weiß, was wir finden. Was ist der Psijik-Orden? Das war eine Gruppe von Magiern, deren Geschichte noch weiter zurückreicht als die des Kaiserreiches. Sehr mächtig, sehr verschwiegen. Seit gut 100 Jahren hat sie niemand mehr gesehen. Sie sind verschwunden, zusammen mit ihrer Zufluchtsstätte auf der Insel Artaeum. Ich habe keine Ahnung, was sie mit diesem Ort zu tun haben. Warum nimmt der Psijik-Orden Kontakt zu mir auf? Das weiß ich nicht, aber ich finde es faszinierend. Wenn es stimmt, versteht sich. Die Insel Artaeum verschwand vor über 100 Jahren. Und seitdem hat sie niemand mehr gesehen. Und doch haben sie sich plötzlich dazu entschlossen, Kontakt mit euch aufzunehmen? Das ist wirklich spannend. Ich würde das als ein Kompliment betrachten. Die Psijiks haben sich immer nur mit denen beschäftigt, die sie für würdig gehalten haben. Also, erklärt mich für verrückt, aber der kommt mir ein bisschen tattrig vor. Eissturm. Oh nein, das kommt nicht in Frage. Was macht ihr denn da? Die sind nicht so gut, die Abilities hier zum Kampf auf engem Raum. Nehme ich doch mal lieber die Feuerballzauber. Das ist einfach. Ist nochmal Gold. Faszinierend ist sein Lieblingswort. Bis zum nächsten Mal. Ist auf jeden Fall cool, dass wir hier nicht alleine sind. Sorry, wie er geschrien hat, es tut mir leid. Bis zum nächsten Mal. Na, oh, es war so klar. Dass hier alles rauskommen wir jetzt. Kommt da noch mehr? So etwas habe ich in den Nordruinen noch nie gesehen. Seht euch nur all diese Särge an. Da lohnt sich ein genauer. So etwas habe ich in den Nordruinen noch nie gesehen. Seht euch nur all diese Särge an. Hallo? Das ist einfach faszinierend. Was soll ich jetzt tun? Okay. Dann komme ich jetzt ja theoretisch weiter. Liebe Leute, das mache ich aber nicht jetzt, sondern... Oh, jetzt ist hier ist auch der Weg jetzt verschlossen. Er kommt jetzt also gar nicht raus. Liebe Leute, ich mache auf jeden Fall jetzt erstmal einen Cut. Wir hören uns, soweit ihr wollt natürlich nur, bei der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir weiter mit The Elder Scrolls V Skyrim. Bis dahin, macht's immer gut, wir hören uns. Ciao.